Es ist Spieltag, liebe Herr Tanerinnen und Herr Taner, und damit begrüße ich euch ganz recht herzlich zu unserer Matchday-Warm-Up-Show vor dem Heimspiel gegen den FC Augsburg. Und ja, die Jungs wollen nach dem verlorenen Derby eine Reaktion zeigen, ja, und unbedingt wichtige Punkte einfahren. Und wie das gelingen kann und was unbedingt besser werden muss als vergangenes Wochenende, das will ich mit einem ganz besonderen Gast heute besprechen. Zurück aus Down Under und hier auf meiner Couch sitzen Basti Langkamp. Ich freue mich sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast. Danke für die Einladung. Ja, erstmal schön, dass du wieder in Deutschland bist. Australia, Anfang des Jahres zu Perth Glory gewechselt. Wie war Australien für dich? Du bist ja jetzt wieder da. Wie würdest du die kurze, vielleicht ja auch intensive Zeit zusammenfassen? Zu der Zeit super, super schön. Persönlich, privat, eine super coole Zeit erlebt. Sportlich sollte es einfach nicht mehr sollen sein. Körper hat nicht mehr so mitgespielt, wie ich es mir erhofft hatte. War mehr bei der Physiotherapie, als dass ich auf dem Trainingsplatz stand. Deswegen, aber zumindest eine sehr, sehr schöne persönliche Erfahrung gemacht. War ja deine erste Zeit im Ausland, ne? Ja. Yeah. Was hat dich da zu dieser Entscheidung bewogen, diesen Schritt zu gehen? Ich wollte zum Ende meiner Karriere einfach nochmal eine Auslandserfahrung machen und waren eigentlich schon gegen Oktober, November ziemlich klar dann, dass es nach Australien geht. Allerdings haben wir dann sehr, sehr lange auf unser Visum warten müssen. Zu gegebener Zeit war es dann halt einfach in Australien schwierig einzureisen. Es hat dann zum Glück auch noch geklappt, aber ich bin sehr, sehr spät angekommen. Mitte Februar, glaube ich, waren wir dann in Australien und hatten dann sozusagen, ja, was die sportliche Situation betrifft, war es dann nicht mehr so dolle, aber ja, als Familie war es einfach eine sehr, sehr schöne Zeit und all das, was man über die Australier hört, kann ich nur unterstreichen. Also eine sehr, 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 sehr liebevolle Gemeinschaft eigentlich und super, super freundlich. Also es war für uns eine sehr, sehr tolle Erfahrung. Dein Vertrag ist ja im Juni 2020 bei Werder Bremen ausgelaufen, mitten in der Corona-Pandemie. Was ist dir da durch den Kopf gegangen? Also hattest du da Entweder-Oder-Entscheidungen oder war es für dich und deine Familie von vornherein klar, nee, jetzt kommt nochmal ein großes Abenteuer? Ja, es war eigentlich eher so das Bewusstsein, okay, die Bundesliga-Karriere sollte es eigentlich gewesen sein. Es war dann natürlich auch ein schlechtes Timing mit der Corona-Pandemie. Es hatte einen großen, großen Einfluss auch auf die damalige Vertragssituation. Und für uns war eigentlich klar, wenn wir nochmal was machen, dann soll es halt uns alle packen, auch als Familie. Und deswegen war das Angebot aus Australien natürlich Weltklasse, ne? Auch wenn es natürlich mit den Umständen, wir mussten lange warten auf unsere Einreise, aber ich glaube, zum Abschluss einer Karriere, zumindest aus meiner Sicht, war es das, was ich halt immer haben wollte. Jetzt hast du aber, ich glaube, im Juni diesen Jahres im Tagesspiel ein Interview gegeben und hast gesagt, ich bin noch nicht ganz fertig mit meinem Fußballleben. Ja. Ja, was heißt denn das jetzt? Auf was können wir uns denn noch freuen? Ja, ich glaube, das war zu der Zeit, wo ich noch ein bisschen euphorisch unterwegs war, wo der Körper mir dann aber doch die Signale gegeben hat, reicht jetzt dann mal. Ich werde jetzt auch im Januar fast 34 oder ich werde 34, ich bin fast 34. Also es ist einfach auch so eine imaginäre Phase, so ein imaginäres Alter, wo ich mir dann auch einfach die Frage stellen musste, was möchte ich, beziehungsweise was kann ich überhaupt noch? Ne? Wenn Anspruch und Wirklichkeit so ein bisschen auseinanderklaffen, dann muss man sich doch einfach eingestehen, dass es auf dem höchsten Niveau auch nicht mehr reicht und irgendwie als Sportler strebst du nach dem Höchsten und dann irgendwie so ein bisschen so austrudeln lassen, konnte ich mir nicht vorstellen. Mit dieser australischen oder mit dieser Australien-Kombo war es dann für mich einfach auch nochmal ein super, super Erlebnis und da stand ich auch nochmal 100% hinter. Was ist denn jetzt die Tendenz, Basti? Weiter Fußball, irgendwie im Geschäft bleiben oder was komplett anderes? Wow, ich habe mich jetzt echt fast ein halbes Jahr... War eine schwere Frage, ne? Sorry. Ja, ein halbes Jahr zurückgenommen, komplett weg vom Fußball, auch einfach mal ein bisschen losgelassen, so ein bisschen versucht auch zu entschleunigen, das ganze Leben und so ein bisschen auch Revue passieren zu lassen, was meine Karriere betrifft und kann mir letztlich alles vorstellen. Ab Januar fange ich dann auch wieder so langsam an, mich so ein bisschen mit sämtlichen Themenfeldern des Fußballs, im Fußball und um den Fußball so ein bisschen zu beschäftigen. Kann jetzt aber noch nicht wirklich sagen, ob es dann hundertprozentig wieder das Fußballbusiness wird oder auch was ganz anderes. Ich bin da total offen. Heute wollen wir aber auf jeden Fall nochmal über Fußball sprechen und da kommen wir an einem Spiel nicht vorbei, nämlich das verlorene Derby letzte Woche. Wie hast du das Spiel gesehen und welche Erkenntnisse hast du daraus gezogen? Ja, Spiel habe ich gesehen vom Fernseher, wie so viele wahrscheinlich. Ja, es war schwierig, sagen wir mal so. Es war dann doch, glaube ich, eine verdiente Niederlage, muss man auch einfach so eingestehen. Ich auch als Ex-Herr Taner, das tat schon weh, hätte gerne auch nochmal ein Derby miterlebt.
Erkenntnisse sollten einfach sein, dass man vielleicht jetzt ja, Richtung Augsburg, Richtung des heutigen Spiels einfach ein Tick weit offensiver das Herz mehr in die Hand nimmt und vielleicht Dinge eher forciert und vielleicht weniger reagiert und mehr agiert. Man musste ja dann relativ schnell agieren, weil schon in der 8. Minute der Rückstand da war. Und ich würde dir gerne eine Szene zeigen, weil du ja auch Innenverteidiger warst und leider hat es dann Marton Dardai in dieser Szene erwischt. Lass uns mal zusammen draufschauen auf diese 8. Minute, wo er leider sehr, sehr unglücklich aussah. Wir können es da oben auch sehen. Eigentlich ein Ball, den jeder Verteidiger klären kann. Wir sehen es gleich nochmal in der Slow-Mo, da wirklich über den Ball getreten. Wie verarbeitet man so einen Fehler im Derby dann auch noch? Basti, wie geht man jetzt mit Marton um und was kann man machen, um ihn da auch wieder aufzubauen? Ja, zuallererst muss ich sagen, ich habe auch schon häufiger beim Ball getreten und Gegentore verschuldet. Ich glaube, das ist, ich glaube 19 ist er in dem Alter, ist es normal. Super und ich glaube, was ich so gehört habe, ist ein guter Junge, der verkraftet das schon und packt das auch schon weg. Für ihn halt auch wichtig, auch eine Reaktion zu zeigen und dass die Mannschaft halt auch ihn da unterstützt. Intuitiv nimmt er da halt den falschen Fuß, ist ja auch Linksfuß und nimmt da wahrscheinlich intuitiv das stärkere Bein. Ich glaube, da individuell hätte er da den rechten Fuß nehmen müssen und dann wäre die Sache, glaube ich, geklärt gewesen. Aber wie gesagt, halb so wild. Ich finde, Fehler passieren im Fußball, vor allen Dingen dann in der letzten Reihe, in der Kette. Wenn da ein Fehler passiert, dann sieht man manchmal doof aus. Ja, und das war dann leider der frühe Rückstand und Union dann ja zu Hause gespielt, tiefstehender Gegner generell. Wie knackt man denn dann so eine Mannschaft? Also du hast es ja leider angesprochen, irgendwie gefühlt waren wir nicht mutig genug, waren eher ein bisschen passiv. Wie kann man denn dann so einen tiefstehenden Gegner aus deiner Erfahrung auch knacken? Wie muss man den bespielen? Ja, generell finde ich Union sehr, sehr schwierig zu bespielen, vor allen Dingen, wenn sie in Führung liegen. Also es ist auch in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, man muss ja auch einfach sagen, dass dort gute Arbeit geleistet wird, auch wenn man das jetzt vielleicht nicht hören möchte, aber das war schon, sie spielen sehr konstant auf einem sehr, sehr guten Niveau, gegen den Ball sehr, sehr aggressiv, sehr, sehr eng stehen. Es ist sehr, sehr schwierig, gegen so eine Mannschaft dann Chancen zu kreieren. Da brauchst du irgendwann so diesen sogenannten Dosenöffner, ne? aus einer Chance oder aus zwei Chancen dann ein Tor zu machen. Aber gefühlt hatte man einfach auch nicht diese Vielzahl an Chancen, wo man hätte was erreichen können. Und ich glaube, dass es da halt auch wichtig ist, viel hinter die Kette zu kommen. Das heißt halt immer irgendwie, okay, schwierig gegen einen kompakt stehenden Gegner, aber ich glaube, da hätten wir dann als Hertha-Mannschaft mehr tiefe Läufe gebraucht, um halt auch die letzte Kette so ein bisschen zu bespielen von Union. Hast du mir die perfekte Vorlage gegeben. Ich habe eine Szene dazu rausgesucht, einer der wenigen Umschaltsituationen, die wir ja dann doch hatten, wo man meiner Meinung nach gerade dann im letzten Drittel gesehen hat, dass man auch noch sehr uneingespielt miteinander ist, was ja auch ein Ding ist, was die Unioner haben, eine eingespielte Mannschaft. Lass uns mal auf eine Szene gucken. Die ist aus einer Ecke von Union entstanden und man hatte eben diese Chance, dort umzuschalten. Und das macht man jetzt mit Marco Richter eigentlich gut. Ja? Er nimmt direkt Tempo auf. Und jetzt eine Sache, die leider sehr, sehr oft der Fall war. Wenn wir mal hier stoppen, die Unioner kommen direkt mit 6 Mann hinter den Ball. Ne? Und wir hatten zahlreiche Konter, wo wir einfach in Unterzahl waren. Und jetzt haben wir eigentlich einen guten Laufweg von Belfodil. Du hast ja auch selber mal mit ihm zusammengespielt. Wir lassen mal weiter laufen. Für mich wäre das der Pass rechts raus besser gewesen. Und jetzt sehen wir dann diese Halbfeldflanke von Marco. Was sagst du dazu? Ja, im Zentrum, ja, eine 2-gegen-3-Situation. Ich hätte auch eher den Pass Vielleicht rechts. Vielleicht können wir nochmal laufen lassen. Ja, genau. Den Pass rechts rausgespielt. Ja, man sieht hier eigentlich guter Ballgewinn von Santi mit Marco, natürlich einen schnellen Spieler. Kommt da ein bisschen raus. Wird nach außen ein bisschen gedrängt. Jetzt haben wir eigentlich eine Situation 2-gegen-2 im Zentrum. Aber ja, der Pass rechts raus hätte dann das Feld noch mal ein bisschen größer gemacht und hätte wahrscheinlich den einen oder anderen Verteidiger noch mal rausrücken, müssen. Da wäre vielleicht dann der Pass nach außen und dann der Querpass in die Mitte die bessere Variante gewesen. Ja, aber glaubst du, das liegt daran, weil man uneingespielt ist? Oder glaubst du, es liegt daran, dass man nicht eine richtige Handlungsanweisung hat für dieses letzte Drittel? Wie wollen wir da agieren? Also was ist unsere Idee davon im letzten Drittel?
Ja, ich glaube schon, dass das Paar ja durchaus trainieren lässt. Es ist dann natürlich im Höchsttempo dann die Entscheidung, auch die richtige Entscheidung zu treffen, ist dann immer so eine Zwickmühle. Ich finde in der Situation einfach der gravierende Unterschied, auch wenn man eine 2 gegen 2 Situation im Zentrum hat und rechts mit Belfo noch eine Anspielstation, die Unioner dann mit 6 Mann schon wieder hinterm Ball, obwohl ja die Situation prädestiniert gewesen wäre, schneller nachzurücken und vielleicht den einen oder anderen Mann dann doch in der gegnerischen Box noch mehr zu haben. Ich glaube, da sollte man eher anpacken, dass das Nachrücken vielleicht hätte schneller laufen müssen. Jetzt hast du Pal Dardai in seiner ersten Amtszeit an deinem eigenen Leib miterlebt, ja? Warst ja auch Führungsspieler unter ihm. Jetzt ist seine zweite Amtszeit da. Siehst du da gravierende Unterschiede oder würdest du sagen, ich erkenne diesen Pal Dardai-Fußball genauso wie im Jahr 2015, 16, 17? Oder glaubst du, da hat auch eine Weiterentwicklung stattgefunden? Ja, ich muss ja ehrlich sagen oder zugeben, habe ein bisschen Abstand gewonnen dann auch. Habe nicht so viele Spiele gesehen. Ich war jetzt zuletzt gegen Leverkusen das allererste Mal nach langer, langer Zeit mal wieder im Olympiastadion. Konnte dann sozusagen den Fußball live miterleben. Aber man sieht natürlich, was die Grundordnung betrifft, was die taktische Disziplin betrifft, das ist PAL 1 und 1, wie vor 4, 5 Jahren, als wir ja auch eine gute Zeit einfach hatten. Was man schon sieht, individuell sind natürlich andere Qualitäten jetzt vorhanden. So. Die muss man einfach, finde ich, meiner Meinung nach besser einbringen und dafür dient natürlich auch eine mannschaftliche Geschlossenheit, dafür dienen natürlich auch Abläufe. Man sieht, dass viele Spieler auch irgendwie neu da sind. Transferperiode war auch natürlich sehr, sehr schwierig diesen Sommer und man versucht jetzt so ein bisschen das ein oder andere Puzzleteil miteinander zu verbinden, aber man hat das Gefühl, ja, da könnte jetzt so der nächste Schritt kommen. Es stockt noch so ein bisschen. Ich glaube, alle sind gewillt. Man hat ja auch nie das Gefühl, dass sich irgendwie jemand auch mal hängen lässt. Aber ich glaube, so diese individuelle Qualität, was vor allen Dingen die Offensive mittlerweile betrifft, also das kann man ja nicht zu früher vergleichen zu unserer Zeit, da hat man das Gefühl, da könnte der nächste Step jetzt kommen, ja. Das ist natürlich dann wirklich die Frage. Man hat Spieler wie einen Suat Serdar, wie einen Marco Richter, einen Jochen Eckenkamp, die über sehr viel spielerisches Potenzial verfügen und eigentlich prädestiniert dafür sind, auch ein gutes Ballbesitzspiel mit ihnen aufziehen zu können. Glaubst du, dass eventuell Pal Dardai da noch ein bisschen mit fremdelt, solche Spielertypen plötzlich in seinem Kader zu haben? Also mal im Vergleich zu 2015, 16, 17 bei euch. Glaubst du, das ist eventuell auch für ihn noch eine neue Situation, plötzlich solche Spieler im Kader zu haben? Ich glaube, er freut sich, solche Spieler im Kader zu haben. Also wir haben damals halt einfach über die mannschaftliche Geschlossenheit, über die Disziplin, über solche Themen natürlich, die jetzt irgendwie die Basis für vieles sind, haben wir damals Erfolg gehabt, weil wir einfach auch nicht die individuelle Qualität gehabt haben. Natürlich hatten wir einen Salomon Kalou, natürlich hatten wir einen Vedad Ibisevic, die ihre Tore gemacht haben. Aber so was die Quantität der Qualität betrifft, ist das heutzutage eine ganz andere Hausnummer. Und Pal hat ja auch selber als Fußballer mit vielen, vielen Weltklasse-Spielern ja zusammengespielt, ob es Marcelinho gewesen ist oder so. Er weiß ja, was es bedeutet, halt solche individuelle Qualität in der Mannschaft zu haben, die dann ja auch letztlich den Unterschied ausmachen können. Da denke ich, dass er sich auch weiterentwickelt hat zu unserer Zeit, ja, verglichen zu unserer Zeit. Ich denke, dass es jetzt Richtung Augsburg, Richtung des Spiels heute sicherlich zu der einen oder anderen Veränderung kommt und ich glaube auch offensiver ausgerichtet sein wird und vielleicht auch Jürgen seine Chance bekommen wird. Kurz und knapp, was ist denn der Dardai-Fußball? Der Dardai-Fußball ist Disziplin und Ordnung. So. Und alles, was die individuelle Qualität betrifft, lässt er natürlich dann auch seinen Freiraum. Also ich glaube, dass die Spieler sich schon entfalten können. Natürlich ist es auch die Umstellung zwischen den Ligen. Es sind auch viele Spieler aus anderen Ligen gekommen. Das muss sich auch erstmal alles adaptieren. Also hört sich immer doof an, aber es braucht halt auch einfach seine Zeit. Ich habe noch eine Szene, die vielleicht auch eine kleine Schwäche des Dardai-Fußballs offenbart. Zumindest mein Gefühl, würde gerne deine Meinung dazu hören. Auch wieder eine Umschaltsituation, die wir hier sehen. Also erstmal hier, wenn Marco da versucht anzupressen, der Abstand ist natürlich viel zu groß. Ja? Also da läufst du dich im Pressing kaputt, wenn du das alleine vollziehst. Aber jetzt hat Santi gleich, oder genau, wir haben wir ja wieder eigentlich einen guten Ballbesitz. Und jetzt achten wir mal auf den Pass. Ob, nochmal zurück. So. Achten wir jetzt nochmal auf den Pass von Santi. Na, eigentlich ja gut, dass er da direkt spielen möchte, aber auch da sind wir wieder in Unterzahl. 3 gegen 1, 2, 3, 4, 5, ja, sind wieder in Unterzahl, dann laufen da auf die Kette der Unioner zu. Und was mir da fehlt, die hoch aufgerückten Außenverteidiger von uns, also sowohl links als auch rechts, die Außenbahn ist komplett verwaist.
Wir haben keine Anspielstation und ich habe das Gefühl, dass manchmal unsere Viererkette, da sehen wir sie hinten links, viel zu tief steht. Also gerade in diesen Umschaltsituationen, dass da die Antizipation, okay, jetzt müssen wir nach vorne und jetzt schieben wir hoch, das einfach noch, weil sie in dieser Ordnung, in dieser eher defensiv orientierten Ordnung stehend, nicht früh genug antizipieren, dass es jetzt wieder in die andere Richtung gehen muss. Ja, man kann zu dem Gefühl kommen, wobei ich jetzt in der Situation eigentlich den Abstand jetzt nicht so sehr von, kompakt, ne? Ja, also von Relevanz kompakt, halte. Ich finde jetzt zum Beispiel, dass die Viererkette nachrück zuordnet und sich dann ein Stück wieder fallen lässt, dann den Kopfball ja auch bekommt und die Situation jetzt, die Entscheidung von Santi, dann den Ball tief zu spielen, finde ich jetzt auch eigentlich keine schlechte Entscheidung. Mhm. Der Ball ist jetzt einfach nicht gut gespielt, aber wir haben jetzt zum Beispiel einen tiefen Laufweg, was wir ja in der ersten Situation so ein bisschen bemängelt hatten oder generell ein bisschen bemängelt hatten, dass wir jetzt einen tiefen Laufweg hinter die Kette haben. Das ist eigentlich prädestiniert für eine gute Umschaltbewegung, auch prädestiniert für den Dardai-Fußball meiner Meinung nach, weil das halt auch Situationen sind, die wir auch zu unserer Zeit immer in- und auswendig trainiert haben. Mhm. Uns darüber auch so ein bisschen definiert haben. Darüber haben wir auch viele Tore und so erzielt, aber in der Situation finde ich zum Beispiel technisch natürlich kein guter Ball gewesen, aber was die Entscheidungsfindung betrifft von Santi war gut und man hat das Gefühl, dass man dann doch, wenn man den Ball erobert, dass der eine oder andere doch eher so ein bisschen abwartend danach ein bisschen reagiert. Ich weiß, was du meinst. Bisschen passiv. Bisschen also passiv dieses, und dann dieses offensive Grundgedanke nachzurücken. Vielleicht ist das so der Fall. Dafür bin ich jetzt aber auch nicht so vor Ort. Aber in der Situation fand ich es jetzt gar nicht so verkehrt. Heutiger Gegner der FC Augsburg, kennst du ja auch, du hast dort ja auch gespielt, hast unter anderem ja auch eine Saison unter Markus Weinziel gespielt. Was erwartet uns da für eine Mannschaft? Glaubst du, dass sie auch ähnlich schwer zu bespielen ist wie die Unioner, weil sie ja auch sehr tiefstehend sind? Ja, ich glaube, von der Ausrichtung treffen da zwei identische Mannschaften aufeinander. Mit dem Überraschungssieg gegen Bayern natürlich jetzt ein bisschen Selbstvertrauen getankt, aber finde ich auch immer noch in einer Situation, wo sie sich, glaube ich, selber auch gar nicht so lange gesehen haben, die Augsburger. Hatten natürlich auch die Hoffnung, mit dem Markus Weinziel so ein bisschen den Turnaround zu schaffen. Ich glaube, dass es ein richtungsweisendes Spiel einfach sein wird, auch was die tabellarische Konstellation betrifft. Ich erwarte jetzt kein Leckerbissen. Ich kenne die Spiele gegen Augsburg. Leider sind das immer sehr, sehr schwer zu bespielende Gegner. Deswegen hoffe ich auf eine ein bisschen offensivere, ausgerichtete Hertha-Mannschaft, die die Augsburger sicherlich vor Probleme stellen kann. Du hast das Bayern-Spiel angesprochen, haben ja 2-1 den Rekordmeister besiegt. Auch da habe ich ein paar Szenen rausgesucht, was sie gut gemacht haben. Und ich glaube, das geht d'accord mit dem, was du gerade gesagt hast, dass sie relativ schwer zu bespielen sind. Und auch, wir sehen es hier, viel über ihre Kontersituationen kommen, ne? Die sie ja relativ gut dann ausspielen, immer wieder über die Außenpositionen kommen. Jetzt wird hier gleich schön hinterlaufen. Ja, das ist eigentlich auch eine gute Situation. 3-4 Augsburger eigentlich in der gegnerischen Box. Ja. Umschaltsituation sehr, sehr gut genutzt. Natürlich gegen Bayern auch eine Mannschaft, die vielleicht den einen oder anderen offensiv dann eher stehen lässt. Mhm. Deswegen eigentlich ja auch ein typisches Spiel gegen Bayern, wo man dann doch irgendwie zu Chancen kommt, man aber nie das Gefühl hat, okay, das ist jetzt eine hundertprozentige, aber ich glaube, sie haben aus wenig sehr, sehr viel gemacht in dem Spiel und deswegen Glückwunsch an Augsburg, glaube ich, da auch verdient dann irgendwie die Punkte geholt. Du hast angesprochen, aus wenig viel gemacht. Das ist so ein bisschen repräsentativ für die Augsburger in dieser Saison. Ich glaube, sie haben ganz, ganz wenige Großchancen. Die nutzen sie dann aber. Mhm. Du hast es aber auch angesprochen, du würdest jetzt eher dominanter, offensiver auftreten. Bayern haben, wir können da auch nochmal auf eine Szene gucken, sehr, sehr hoch gestanden. Und dann sehen wir, Basti, dass sie ja dann doch ein bisschen ideenlos sind. Wenn du die hoch zustellst, dann wissen sie nicht so viel anzufangen. Meistens kommt dann der lange Ball. Ja. Das könnte ein probates Mittel heute gegen Augsburg sein, dass du eher nicht so tief stehst, sondern ein bisschen höher stehst und sie dann dazu zwingst, da eine Lösung zuzufinden. Ja, ich finde, vor allen Dingen, was das Heimspiel betrifft, musst du die Augsburger vor Probleme stellen. Und man sieht in der Grundordnung, jetzt haben sie hohe Außenverteidiger, versuchen dann über den langen Ball natürlich viele Spieler in der gegnerischen Hälfte so zu haben, dass sie auf den zweiten Ball gehen und den dort sozusagen erobern. Probates Mittel haben wir eine Zeit lang auch so in Augsburg gespielt, eher über lange Bälle agiert. Aber ich glaube, gegen Bayern darf man das jetzt auch nicht irgendwie als Grundlage nehmen. Das ist ja immer dann noch ein bisschen schwieriger mit Ball, sagen wir mal so.
Aber ja, was das Pressingverhalten der Hertha-Mannschaft heute betrifft, sollte es auf jeden Fall ein bisschen offensiver betreffen, ja. Gucken wir noch auf ein Tor der Augsburger. Das war das 2:0 durch André Hahn. Und da sehen wir auch hier wieder sehr aggressiv in den Zweikämpfen, starker Ballgewinn jetzt von Sekiri. Ja. Und dann wieder, sehen wir jetzt linke Seite wieder über die Außenposition gespielt, Ja. ne? Ja, man sieht jetzt sieben Augsburger Spieler in der gegnerischen Hälfte, gutes Umschaltvermögen gerade, Nachrücken zuordnen, sehr, sehr gut ausgespielt. Und dann natürlich, ja, über die Flanken, 1-gegen-1-Situationen im Zentrum, André Hahn, gutes Kopfballspiel, also das haben sie gut ausgespielt. Jetzt befinden wir uns hier an der Taktiktafel, Basti. Und ich bin natürlich jetzt sehr gespannt, welche Jungs, wenn du jetzt Pal Dardai wärst, heute aufs Feld schicken würdest. Hast du eigentlich ein Lieblingssystem, in dem du persönlich gerne gespielt hast? Gibt's da was? Ja, wir hatten eigentlich nur ein System, 4-2-3-1. Mehr hat es damals einfach nicht hergegeben, was unsere Truppe betraf. Aber für mich Viererkette einfach auch, was jetzt den heutigen Gegner betrifft, Augsburg, auf jeden Fall die offensivere Variante. Ich glaube, da bleibt, was die Viererkette betrifft, nicht so viele Alternativen, ein paar Okay, im Verletzungsprobleme. Tor aber auf jeden Fall ja Alex Schwolo, oder? Genau, ja. Den können wir mal hier oben direkt Den schieben wir mal hinsetzen. dahin. Genau, dann mit Pekka. Freut mich persönlich für ihn, Ja. dass er immer noch da ist und immer noch so marschiert, die rechte Schiene rauf und runter. Ja, mit Nick natürlich, den rechten Innenverteidiger. Würdest du jetzt was auf der anderen Innenverteidigerposition ändern, weil Marton ja auch schon sehr viel verletzt war jetzt schon? Würdest du ihm eine Pause gönnen, auch gedanklich vielleicht so ein bisschen nach dem Unionsspiel? Ja, ich finde, man merkt ihn so ein bisschen die Verletzungsproblematik an. Er ist noch nicht so wirklich in diesem Flow, den man auch als Innenverteidiger eigentlich braucht. Ich würde ihm trotzdem auf jeden Fall ja, das Vertrauen schenken. Er hat so eine tolle Entwicklung genommen und jetzt sollte man das nicht runterbrechen auf diesen einen Fehler. Wenn er denn fit ist, spielfit ist, hundertprozentig fit ist, das ist immer so eine Prämisse für Pal. Bist du hundertprozentig fit, dann spielst du. Das sollte dann halt auch weiterhin das Vertrauen bekommen. Deswegen für mich. Ja, Marton eigentlich, dann neben Nick und ja, die linke Schiene, wo haben wir denn in Platte? Ja, da, ja. Genau, da haben wir ihn. Den. Hast ja mit beiden auch noch hier zusammengespielt, ne? Ja. Also die Außenverteidigung hat sich eigentlich seit 7 Jahren nicht geändert. Genau, ist ja dann auch eine Konstante, ist Ja. ja auch nicht erstmal so schlecht, ne? Nee, da hast du recht. Dann würde ich auf jeden Fall mit einem Sechser agieren. Ich würde Suat auf die 8 stellen, beziehungsweise spielt er ja bis dato immer so mit Santi, aber als alleinigen Sechser. Und dann ja, würde ich eigentlich mit zwei Achtern spielen oder zwei Zehnern, wie man es auch nennen möchte. Wo haben wir Suat? Da ist Suat. Also eher einem 4-3-3. Ja, oder ein 4-1-4-1, wie man es nennen möchte. Genau. Wo haben wir einen Maxi? Dann links. Genau. Und rechts mit Marco. Finde ich auch gerade, was das Tempo betrifft und die individuelle Qualität, auf jeden Fall auch ein Unterschiedsspieler. Genau. Jordan natürlich nicht in den Sturm, Ich wollte wobei gerade sagen, du hat er auch schon gespielt teilweise. für die letzten Minuten kann man es Ja. mal machen, kenne ich aus meiner Zeit. Gutes Kopfballspiel. Und vorne, ja, vorne würde ich Seban spielen lassen. Steven, Ja. okay. Eher ja so eine spielerische Neun, anders jetzt als zum Beispiel Davy Selke und Christoph Piontek. Was erhoffst du dir davon? Ja, ich erhoffe mir einfach auch, was die Ballzirkulation im Zentrum betrifft, einfach ja, mehr Ideen auch. Und kann man trotzdem über die Außen weiterhin kommen mit Flanken. Ich glaube, Stevan ist in der Box auch ein absoluter Ausnahmespieler, was das Tor ja auch gegen Leverkusen betraf. Also das war schön anzusehen. Aber so hat man natürlich eine ganz, ganz andere auch spielerische Komponente im Zentrum. So würde ich agieren persönlich. Stevan Jovetic, ja, nach seiner Corona-Infektion wieder im Training gewesen diese Woche, hat aber viel individuell trainiert. Pal wollte das Abschlusstraining noch abwarten. Also, wenn er fit Okay. ist, könnte das auf jeden Fall eine Option Ja. werden. Aber du hast es ja gerade eben auch angesprochen, Pal will 100% fitte Genau. Spieler haben. Aber ich verstehe auf jeden Fall deinen Gedanken. Find ich eine gute Idee. Und du hast jetzt auch schon Jürgen in die Startelf gepackt. Und Pal Dardai hat dazu auch was auf der Pressekonferenz gesagt. Und da hören wir mal rein zu Jürgen Eklenkamp. Ja, also ich habe gerade vor der Tafel gestanden und auch CK mir Vedat und ich. Da haben wir genau über diese Option gesprochen. Kann sein, dass er als Zehner dieses Mal erst einmal von seiner Lieblingsposition kommt. Ist natürlich
noch nicht sicher. Aber trotzdem ist torgefährlich und hat eine sehr gute Spielkultur, Kreativität. Er weiß, wo er hinlaufen soll. Es tut weh für die Gegner, die Tiefe, auch bei den gegnerischen 16er, die enge Spielform. Ja, das ist seine Stärke. Natürlich muss er noch ein bisschen erfahrener sein und in der Bundesliga noch mehr kennengelernt. Gibt auch manchmal naive Entscheidungen noch, weil er ist noch jung. Und das wird nur besser mit Spielpraxis. Und wir versuchen, wir so viel Spielzeit geben wie möglich. Und was gut ist bei ihm, er hat auch viel gespielt bei der holländischen Nationalmannschaft und insgesamt zusammen. Ja, ich glaube, mit ihm, wir sind erstmal zufrieden, auch als Typ und auch als Spieler. Und er hat noch viel Luft nach oben. Und ich glaube, es gehört zum Herd der Zukunft. Hall hat es ja auch angesprochen, ein Spieler, der in die Tiefe gehen kann, verfügt über eine hohe technische Qualität auch. Glaubst du, Basti, gerade auch gegen Augsburg, ich meine, wenn sie da mit ihrer U21 Europameister Doppelsechs spielen mit Dorsch und Arne Meyer, sehr kompakt das Ganze gestalten, meinst du, er könnte ein Schlüsselspieler da auch werden? Total. Heute? Also individuell tolle Ansätze, was ich bis dato gesehen habe. Und ich finde, Pahl hat gerade was gesagt, der jugendliche Naivität. Vielleicht ist es genau diese Tick an Naivität oder jugendliche Naivität, die das Spiel von Hertha heute auf jeden Fall eher so einen kleinen Überraschungseffekt geben könnte. Und natürlich, was Augsburg betrifft, sie scouten natürlich auch die gegnerische Mannschaft. Und ich finde, das hätte heute so ein bisschen was von Unknown Factor, dass du ja noch nicht den Jürgen so kennst und so es wahrscheinlich noch nicht so einschätzen kannst und noch nicht so ausrechenbar ist. Und deswegen würde ich ihn heute auf jeden Fall spielen lassen. Und wenn wir uns nun mal diese drei Positionen hier angucken, ne? Das ist ja enorm viel spielerische Qualität. Also da können wir, also wenn das so stattfindet, können wir uns darauf freuen und die Augsburger sich hoffentlich ärgern. Apropos Augsburg, Marco Richter trifft auf seinen Ex-Verein das erste Mal. Und dazu hat Pahl Dardai dann auch eine Meinung, wie das wohl sein wird. Hören wir mal rein. Ja, ich glaube, das ist die gleiche extra Motivation wie für Arne Meyer. Also praktisch, ich glaube, wenn die Statistik sehen, oder die Spieler, dass die bei Verein verlassen haben und meistens die erste Spiel, das ist immer so mit den Jahren, das wird anderes. Und natürlich, ich glaube, es motiviert. Aber ich glaube, er ist immer motiviert, auch im Training, ob wir heute Fußball, Tennis oder Kopfball spielen. Wenn er verliert, ärgert sich und deswegen ist ein guter Junge und wird ein gutes Spiel machen, denke ich. Du hast ja auch schon gegen zahlreiche Ex-Vereine gespielt. Wie ist das so? Ist man da, gerade wenn es das erste Mal wieder gegen seinen Ex-Verein ist, besonders motiviert? Oder kann das eventuell auch so ein bisschen hemmen, weil super viele Leute im Vorfeld darüber reden und man hat so ein bisschen den Fokus ein bisschen verrückt? Was glaubst du, wie wird das mit Marco heute? Ah, ich finde es, glaube ich, eher was Positives. So sollte man es angehen. Also natürlich möchte er dem Ex-Verein zeigen, ja, wie gut er ist, und ich glaube, auf der anderen Seite mit Arne möchte gerne auch hier Fingerzeig, ja. Vielleicht war es dann doch nicht die richtige Entscheidung, dass man irgendwie auseinandergegangen ist, zumindest temporär. Ja, ich glaube, dass man die positive Energie daraus ziehen sollte und das absolut in diese Richtung kanalisieren kann, und deswegen, ich finde, auf Ex-Vereine treffen macht immer Spaß. Wie war das bei dir persönlich? Hast du da ein Spiel noch in Erinnerung, wo du auf dem Ex-Verein getroffen bist und wie dein Gefühl davor war? Ja, ich kann mich an das Spiel im Olympiastadion mit Werder gegen Hertha erinnern. Mhm. Das erste Mal auf Hertha getroffen. Das war schon natürlich komisch. Und wenn du natürlich dann auf ehemalige Mitspieler triffst, die dann in dem Sinne die Gegenspieler sind, nettes Pläuschen mit dem einen oder anderen dann während des Spiels auch gehabt. Das ist schon ganz witzig. Aber natürlich ja, spielt das unterbewusst eine Rolle, aber ich glaube, das versuchst du einfach in den 90 Minuten so auszublenden und bist einfach nochmal einen Tick extra motivierter. Im Hertha-Dress 2015 bist du auch auf einen Ex-Verein getroffen, nämlich den FC Augsburg. Das war, glaube ich, 23. Spieltag, Heimsieg gegen den FC Augsburg. Lass uns mal auf da ein paar Szenen gucken. Und meine Frage an dich, Basti, was hast du noch für Erinnerungen an dieses Spiel? Klar Ball gespielt. Oh, da kriegst du auch noch die gelbe Karte direkt. Ja. Was war das für ein Spiel damals, 2015? Oh mein Gott, also es war kein Schmankerl. Platzverhältnisse haben auch nochmal ausschlaggebenden Punkt gehabt, äh, ausschlaggebend,
ausschlaggebend, die Platzverhältnisse, so wollte ich das eigentlich sagen. Dann gegen echt schwer zu bespielenden Gegner. Ich glaube, das war für jeden im Olympiastadion, für jeden Zuschauer das Geld nicht so wirklich wert. Aber egal, Hauptsache gewonnen. Ja, gewonnen. Einer war daran beteiligt, nämlich Salomon Kalou. Der hat nämlich in der 88. Minute, glaube ich, dann getroffen. Du hast ja gesagt, so ein Spiel braucht dann einen Dosenöffner. Glaubst du, Basti, dass eventuell dieses Spiel heute ähnlich verlaufen wird? Also wenig Torraumszenen, viel Mittelfeld, viel Kampf. Glaubst du, wir werden heute ein ähnliches Spiel sehen? Ich hoffe es für die Zuschauer nicht. Ich hoffe, es wird leicht attraktiver, aber ich glaube, in der jetzigen Situation ist es auch einfach nur wichtig, die 3 Punkte einzuheimsen. Mhm. Ja, auch dann Vertrauen wieder ein bisschen zu sammeln, Selbstvertrauen zu sammeln. Darum geht's heute und ich drücke die Daumen, dass es ein besseres Spiel wird als 2015, aber ich wage es zu bezweifeln. Hauptsache 3 Punkte. Das ist ein gutes Stichwort, denn darum geht es, wichtige Punkte einzufahren gegen den Tabellennachbarn aus Augsburg. Das war jetzt unsere Matchday-Warm-Up-Show. Ich wünsche uns allen ein erfolgreiches Spiel. Ja, das wünsche ich uns allen einfach mal. Basti, ich danke dir für deine Zeit. Es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, du bleibst gesund. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder hier. Ciao.